Tag Leute und herzlich willkommen in der 24. Folge der Java Tutorial Reihe. In dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie man Bilder zeichnet, sowohl ganz normal einfach auf dem J-Label, als auch auf Buttons und anderen Swing-Elementen. Dazu erstellen wir uns erstmal eine neue Klasse. Und ganz kurz wichtig ist noch, dass ihr vielleicht das letzte Video geschaut habt, wie man zeichnet, weil der ganze Code baut darauf auf. Das heißt, wir haben hier unsere JFrame weiterhin, wir haben unsere Draw-Klasse und hier haben wir noch alles Mögliche, was wir letzte Mal noch benutzt haben. Jetzt erstellen wir uns erstmal die neue Klasse und nennen die einfach mal ImageLoader. Und wichtig ist jetzt zu wissen, wir haben zwei verschiedene Typen von Bildern. Das heißt, wir möchten einmal für die Bilder innerhalb der AVT-Klasse zeichnen und einmal innerhalb der Swing-Klasse. Die fordern einfach verschiedene Bilder, das heißt einmal ein Buffered Image für die AVT-Klasse und einmal ein Icon für die Swing-Klasse. Wir wollen das jetzt erstmal einfach nur zeichnen, das heißt Buffered Image, ich nenne es jetzt mal Image. Und die Variable haben wir jetzt definiert. Das Ganze müssen wir jetzt noch importieren. Cannot resolve to type. Speichern wir mal. Und jetzt importieren wir das Ganze. Und jetzt schreiben wir image ist gleich image.io.read. Und jetzt wird das Ganze image.io auch importiert. Und jetzt fordert der eine Datei. Jetzt schreiben wir new file. Und jetzt muss hier der Pfad rein. Ich nenne jetzt mal einfach rc/image.png. So, das Ganze müssen wir hier auch noch importieren. Und das muss jetzt in try-catch rein, weil es kann ja auch sein, dass die Datei gar nicht vorhanden ist. Wie sie momentan zum Beispiel nicht vorhanden ist. Das heißt, wir erstellen jetzt hier in unserem Java-Tutorial einen neuen Ordner. Ich nenne es jetzt mal rsc. Dazu habe ich auch schon mal ein Tutorial gemacht, wie man Dateien erstellt, liest und so weiter. Und hier brauchen wir jetzt gleich das Bild image.png, das werde ich gleich erstellen. Jetzt haben wir hier unser Resource image.png und jetzt gehen wir in unsere Draw-Klasse und jetzt erzeugen wir ein Objekt der Klasse ImageLoader. Das heißt, ImageLoader IL ist gleich New ImageLoader. Jetzt können wir über das Objekt IL auf sämtliche Bilder zugreifen. Das heißt IL.image, sehen wir schon. Aber das können wir nicht einfach so reinschreiben, das wäre zu einfach. Das heißt, wir rufen unser Graphics-Objekt auf und schreiben g.drawImage und hier fordert er jetzt das Bild. Das heißt, wir schreiben IL.image. Jetzt brauchen wir noch vier Koordinaten, einmal... Oder genau genommen brauchen wir zwei, wir können aber vier angeben. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal die Position. Ich sage jetzt mal 50, 50. Und hier kommt jetzt 0 rein für den Observer. Huch, so. Und jetzt können wir noch die Bildgröße festlegen, falls sie von der Standardgröße abweichen soll. Das heißt, ich sage jetzt mal, mein Bild wird 100 mal 100. Und das Ganze wird jetzt gezeichnet, wenn das Bild vorhanden ist. Wenn nicht, gibt es eine Fehlermeldung. Ich werde das Bild jetzt mal erstellen und einfügen. So, ich habe jetzt sowohl das Bild-Icon als auch das Bild-Image erstellt. Das Bild-Icon werden wir gleich noch brauchen. Aber erstmal hier zu dem Bild-Image. Jetzt wird das Ganze hier gezeichnet. Jetzt führen wir das Ganze mal aus und sehen schon, unser Bild wird gezeichnet in diesem Bereich hier, so wie wir es angegeben haben. Und das wird in der Größe 100 mal 100 angezeigt. Wenn wir das Ganze jetzt mal ein bisschen vergrößern, 400 mal 400, wird das Ganze dementsprechend gestreckt. So, jetzt haben wir noch die Möglichkeit, ein Bild auf einen J-Button zum Beispiel hinzuzufügen. Dazu brauchen wir erstmal einen J-Button. Ich mache den hier einfach mal als Variable. Erstell den mal ganz kurz. Das Ganze müssen wir noch importieren. Button ist gleich New J-Button. Dazu hatte ich auch schon mal eine Folge gemacht. Und wenn ihr das wissen wollt, einfach in der Playlist suchen. Es wird sicherlich irgendwo dazwischen sein. Button.setBounce. Sagen wir mal 400 mal 400. Und das ist 150 und 50. Jetzt mache ich das Bild hier mal ein bisschen kleiner, damit uns das gleich nicht in die Quere kommt.
Jetzt haben wir button.setVisibleTrue, damit das Ganze sichtbar wird. Jetzt fügen wir das dem JFrame noch hinzu. Das heißt frame.button.addButton. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir müssen sowieso, also da haben wir jetzt keine Möglichkeit, wir müssen unser Icon erstellen. Also Icon, ich nenne es jetzt mal einfach klein Icon. Das Ganze müssen wir auch importieren. Und jetzt schreiben wir hier, Icon ist gleich New Image Icon. Und jetzt fordert das Ganze hier einen Pfad. Da schreiben wir wieder erst sc/icon.png. Und jetzt haben wir unser Icon erstellt. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wir müssen auch wieder ein Objekt der Klasse erzeugen, ImageLoaderIL. Und jetzt schreiben wir hier zum Beispiel, falsch geschrieben, hier ist ein großes L. Und jetzt schreiben wir hier, IL ist gleich New Image Loader. Und jetzt können wir hier drauf verweisen. Hier können wir jetzt einmal direkt in unseren Konstruktor des J-Buttons hier unten unser Icon eingeben. Das heißt IL.icon. Das ist eine Möglichkeit. Oder wir sagen button.setIcon. Und jetzt können wir genauso das Icon anwählen. Ich mache das jetzt mal hier rüber. Und jetzt führen wir das Ganze mal aus. Und sehen schon, jetzt haben wir hier unser Icon in dem J-Button. Jetzt mache ich unseren J-Button mal ein bisschen größer, weil das Bild auch offensichtlich ein bisschen größer ist. Das ist nämlich 100x100, dann mache ich den Button mal 120x120, damit man das noch drin sieht. Ein Vorteil von diesen Icons ist definitiv, wir haben das Bild immer genau zentriert in diesem Button. Das heißt, selbst wenn der Button riesengroß ist und das Bild kleiner, ist das Bild immer direkt zentriert. Mit dem AWT können wir nicht über Buttons zeichnen. Das ist ein bisschen nervig. Das heißt, wir müssen es, wenn wir einen Button haben und darüber ein Bild sein sollen, muss es über diese Icon-Klasse gehen. Und wenn wir einfach nur ein Bild haben möchten, geht das so genauso gut. Oder so geht es sogar noch ein wenig einfacher, finde ich. So, das war es jetzt auch für diese Folge. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Hoffe, klappt bei euch alles. Wenn nicht, wie immer in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.